Es gibt einen Freistoß in aussichtsreicher Position. Lars hat sich diesen Ball zurechtgelegt. Er nimmt Anlauf, schießt und verzieht komplett. Der Ball geht über den Zaun und da hinten kommt ein Auto angeschossen. Und was eine Reaktion vom Autofahrer. Er stoppt vor dem Ball. Unglaubliche Szene. Und was passiert jetzt? Der Autofahrer steigt aus. Was hat er vor? Er holt den Ball aus dem Busch. Nimmt er den Ball jetzt etwa mit? Oder was passiert da? Nein! Was ist das für eine Aktion? Der Autofahrer schießt den Ball zurück über den Zaun. Was ist das für ein Ehrenmann? Und er setzt sich ins Auto, futztrocken und fährt weiter. Das ist Kreisliga. Yo, was geht ab, Freunde? Meteor am Start. Herzlich willkommen zum nächsten Video hier auf PNTV. Und heute haben wir natürlich das nächste Kreisliga-Video für euch. Es ist nämlich Freitag, 14 Uhr. Und ihr seht schon am Titel, ihr habt es im Pre-Intro gesehen. Also, Freunde, ihr könnt jetzt mal kommentieren. Habt ihr sowas schon mal gesehen, dass ein Fußball, der vom Platz kommt, also über den Zaun fliegt, ein Auto zum Stehenbleiben zwingt? Dass man das noch auf Video hat, unglaublich. Also, das Video müsst ihr all euren Freunden zeigen. Das ist, glaube ich, echt selten. Gott sei Dank ist nichts passiert. Boah, als ich das gesehen habe, unglaublich. Aber wir wollen nicht zu viel rumlabern, Freunde. Wir hoffen, das Video gefällt euch mal wieder. Euer Support ist unglaublich. Vielen, vielen Dank für euren Support beim Video mit Sandro. Hat uns echt gefreut. Ihr könnt das Video von Dienstag abchecken. Da kam nämlich eins mit Hans Sapai online. Und ja, falls ihr Updates zu meiner Verletzung haben wollt, gerne uns auf Social Media folgen. Wird leider noch ein bisschen was dauern, weil eine Fehldiagnose vorlag. Ich habe keinen Muskelfaserriss gehabt, sondern einen Muskelbündelriss. Sehr, sehr ärgerlich. Und ansonsten bleibt weiterhin am Ball. Am Ende gibt es noch einen signierten Ball von uns zu gewinnen. Fußball kann man immer gebrauchen. Sehr, sehr coole Sache hier, finde ich. Also, wie ihr das gewinnen könnt, erfahrt ihr am Ende natürlich. Like da lassen, kommentieren, kostenlos den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Das wäre super, Freunde. Viel Spaß mit dem Video. Ab geht's. Da wollen wir auch loslegen, Freunde. In der Tabelle, auf dem Papier, sind wir klar die Favoriten. Jedoch wisst ihr in den letzten Wochen, dass wir sehr, sehr viele verletzte Spieler haben. Das werdet ihr auch jetzt gleich sehen. Im Tor haben wir Marco stehen, er ist ein Feldspieler. Wir haben momentan keinen Torwart. In der Abwehr spielen Martin, Micha, Kai und der Marco. Links außen spielt der Lars, rechts außen der Tarek. Auf der 6 spielt der Aldo, der normalerweise Stürmer ist, zusammen mit dem Bernd. Auf der 10 der Yankee und vorne drin die Legende Nairolf heute als Capitano. Auf der Bank haben wir ja noch den Mario, den E und den Basti zusammen mit unserem Trainer, dem Paul und unserem Co-Trainer, dem Micha. Oettershagen hat Anstoß, spielt in den roten Trikots, wir wie gewohnt in den schwarzen Trikots. Ich kann euch aber schon mal sagen, dass ihr die neuen Trikots im nächsten Match sehen werdet. Und ihr habt es schon im Pre-Intro gesehen, es wird heute einiges passieren, was man vielleicht nicht so oft gesehen hat. Und das ist ja das Schöne an der Kreisliga. Und die erste Aktion, den langen Ball, können wir hier unterbinden und wir springen in die dritte Spielminute. Hier haben wir den Kai, der am Ball ist und der spielt einfach mal einen langen Ball nach vorne und da kommt der Ball durch, aber so schnell ist unser Lars dann doch nicht. Der Torwart eilt raus und kann den Ball sichern. Hier in der achten Spielminute haben wir die erste Chance für Oettershagen. Der Stürmer ist durch, der Ball kommt von Kai und er schießt einfach mal drauf und da kann man dem Marco auch keinen Vorwurf machen. Wenn man Feldspieler ist, macht man das natürlich nicht jeden Tag und steht dann vielleicht nicht so optimal und steht schon 1-0 für die Gastgeber. Aber hier schauen wir mal drauf, die Nummer 14 legt den Ball sich ein bisschen zu weit vor, der Kai spitzelt weg und hier ist der Tritt und das ist ja eigentlich ein Foul. Ich weiß jetzt nicht, warum es nicht gepfiffen wurde, man konnte es klar sehen, aber meiner Meinung nach dürfte das Tor nicht zählen. Nichtsdestotrotz, es geht weiter, 13. Spielminute, die Hereingabe von Oettershagen können wir abfangen, aber der Ball ist nicht geklärt, der Ball kommt zur Nummer 10, er schießt drauf, aber diesen Ball kann der Marco dann abfangen und in der nächsten Aktion, da fühlt er sich wohler, der Ball ist am Fuß und er spielt einen langen Ball auf den Lars, Missverständnis in der Abwehr, Lars ist durch und er versucht ihn direkt aufs Tor zu bringen, der Ball, ja, ein bisschen verzogen am Tor vorbei. Aber das war die erste gute Annäherung. Wenig später, Einwurf auf der linken Seite, der Spieler wendet an der Grundlinie ab, sucht einen Mitspieler, der weiter hinten steht. Da findet er einen und da ist der Mann im 16er drin und schießt, aber kein Problem für den Marco. Er holt sich da ein wenig Sicherheit, Freunde, und die nächste Aktion beginnt beim Torwart von Oettershagen. Der Abschlag von hinten kommt an die Mittellinie, da kann unser Mittelfeld den Ball nicht ganz klären. Der Ball kommt irgendwie über die Abwehr. Der Spieler probiert den Ball zu lupfen. Gar kein schlechter Versuch, ein bisschen zu hoch. Aber das wäre dann auch schon ein Traumtor gewesen, wenn dieser Ball reingeht. 25. Spielminute.
Oettershagen versucht es wieder, diesmal der Kai dazwischen. Aldo spielt den Ball auf den Yankee, der Ball kommt zurück zum Aldo. Er spielt ihn auf den Tarek und er ist dann außen durch, aber ein bisschen zu weit außen, meiner Meinung nach. Aber die Flanke kommt in die Mitte, da ist Nairolf und ihr wisst es, das ist sein drittes Saisontor. Und er hat vor der Saison gesagt, bei 3 Saisontoren rasiere ich mir den Bart ab. Das heißt, ihr könnt euch drauf freuen. Hashtag Bart ab in die Kommentare. Aber wir sehen jetzt, Tarek stand im Abseits. Somit hätte dieses Tor auch nicht zählen dürfen. Und ja, man sagt ja immer so schön, ausgeglichene Gerechtigkeit. Auf der einen Seite war es ein Foul. Hier ist eine klare Abseitsposition. Aber nein, Rolf, dein Bart kommt ab, mein Junge. Darauf können wir uns alle freuen, Freunde. Es steht 1-1. Wir springen 2 Minuten weiter. Micha spielt einen langen Ball auf den Lars. Und ihr wisst es, Lars ist so schnell, der läuft den Ball easy peasy. Spielt den Ball zurück auf den Aldo. Der Zehner ist am Mann. Aber Aldo kommt zum Abschluss und der Torwart klärt den Ball zur Seite, wo der Tarek sich diesen Ball noch erlaufen kann. Stand diesmal, glaube ich, nicht im Abseits. Er spielt den Ball zurück auf den Aldo. Er hat den Ball wieder, zieht in die Mitte. Man kennt ihn und probiert es nochmal. Aber dieser Ball geht klar am Tor vorbei. Und wenige Minuten später hat hier wieder der Kai den Ball. Diesmal spielt er ihn wieder schön auf den Aldo in die Mitte. Und er probiert einen langen Ball. Und der Ball soll sogar ankommen. Tarek steht vorm Torwart. Quer steht der Lars. Aber der Torwart hat den Ball. Das war eine Riesengelegenheit, um das Spiel zu drehen. 35 Spielminute, der Eckball kommt rein. Micha kann den Ball klären, Freunde. Wir haben ja immerhin richtig große Abwehrspieler, aber hier gibt es dann einen Freistoß. Vollkommen berechtigt, aber es war kein Elfmeter, wurden von außen reingerufen, aber das war noch klar außerhalb. Der Freistoß wird geschossen und da kann man wieder keinen Vorwurf machen. Vielleicht wart ihr als Feldspieler auch schon mal im Tor. Marco, das ist nun mal so. Wenn man nicht tagtäglich im Tor steht, kann man sowas vielleicht auch nicht wissen. Torwart-Eck offen. Es steht 2-1. Sehr, sehr unglücklich für uns. Und jetzt gibt es einen Freistoß, der ein bisschen, der geht richtig in die Hose. Und der Konter läuft. Nummer 14 ist durch. Und jetzt ist das eine rote Karte. Der Martin war noch auf derselben Höhe. Ich glaube, die Entscheidung, die der Schiedsrichter hier trifft, ist korrekt. Ihr könnt gerne kommentieren, da sind wir immer offen für. Ich glaube, dass man da durchaus Gelb geben kann. Und ja, der Schiedsrichter war noch ein bisschen weiter weg, deswegen dauert es ein bisschen, bis er hier ins Bild gelaufen kommt. Und ja, aber es gibt die gelbe Karte. Ich glaube, das geht auch in Ordnung, weil Martin wäre noch zur Stelle gewesen. Also somit wäre er nicht alleine aufs Tor zugelaufen. Und es war ja auch ein paar Meter noch bis zum Tor. Der Freistoß kommt. Diesmal kann der Marco den Ball aber abwehren. Somit gab es nur die gelbe Karte für den Kai. Und in der 40. Minute gibt es den Eckball für Oettershagen. Der kommt gefährlich und der Ball geht irgendwie ins Tor. Ja, und wir liegen 3-1 hinten. Sehr, sehr bitter, kurz vor der Pause noch so ein Ei zu kassieren. Aber in der Kreisliga ist alles möglich, Freunde. Wir selber haben jetzt hier eine Ecke. Der Tarek bringt den Ball nochmal rein. Und Micha springt hoch, da ist ein bisschen rumgegurke. Und der Ball kommt und irgendwie muss der Torwart den erklären vor dem eigenen Mann am Pfosten. Lars macht den Ball nochmal heiß. Aber die Nummer 12 kann den Ball nach außen klären. Und jetzt ist es ein Foul, weil der Lars geschubst hat. Ganz klare Sache. Wir springen in die zweite Halbzeit, Freunde. Jetzt wird es nochmal ein heißer Tanz. Langer Ball von Oettershagen. Der Ball kommt irgendwie hier zum Stürmer. Der Kai bleibt dran. Kai ist jetzt ausgetanzt und jetzt kommt der Schuss. Aber ja, da denkt sich ja Marco, den Ball kann ich auch mit dem Fuß annehmen. Man merkt, ein Torwart hätte den Ball natürlich aufgenommen. Aber als Feldspieler ist das natürlich immer eine andere Sache. Und Oettershagen versucht weiter hier die Entscheidung zu finden. Und hier gibt es kein Foul, weiß ich nicht, also kann man, glaube ich, durchaus pfeifen. Und hier kommt der Micha an den Ball, der kann richtig gute Bälle spielen, der Ball kommt schön auf den Tarek und der könnte jetzt abschließen, versucht in die Mitte zu ziehen, aber da kommt der Ball zum Torwart. Sehr, sehr schade. Tarek an diesem Tag einer der auffälligeren Spieler auf unserer Seite, sehr, sehr gut, dass er wieder mit am Start ist. Und hier haben wir den Kai, der den Ball erobern kann, lässt den Mittelfeldspieler steht und macht einen auf Lulu Lucio. Kennt ihr den noch, Freunde? Und jetzt wird er zu Boden gerungen, aber der Basti probiert's und der Ball geht richtig knapp links am Pfosten vorbei. Das sieht knapper aus als es. Also, das war echt knapp. Also, es sieht jetzt nicht so deutlich aus, aber es war echt knapp, Freunde. Hier haben wir den Bernd, der den Ball nochmal in die Höhe schießt. Man kennt es.
Hoch und weit bringt Sicherheit, Freunde. Und jetzt kommt der Martin über die linke Seite und er versucht jetzt schön mit dem Lars einen Doppelpass zu spielen. Das klappt nicht, weil der Lars zugestellt ist. Aber jetzt kommt er durch, jetzt kommt der Ball auf den Lars, der kriegt den noch vor der Linie. Der Ball kann nicht geklärt werden, der Basti hat den Ball, zieht den Ball schön zurück, macht einen auf Ammer nochmal zurück mit dem schwachen rechten Fuß unten rechts rein und der Ball ist drin. Freunde, wir haben ein Fußballspiel, 63. Spielminute, es steht 3-2, der Basti auch mit seinem dritten Saisontor, da schauen wir auch nochmal drauf, der Ball kann nicht geklärt werden, der Basti hat den Ball schon fast verloren, zieht ihn zurück, hat ihn dann nochmal zurück, zack, und mit dem schwachen rechten Fuß, wir dachten alle, der hat den nur zum Stehen, aber er trifft damit tatsächlich, Freunde, Basti hier mit dem 3-2, Basti hier auch wieder mit dem langen Ball auf den Tarek, er hat den Ball noch drin, aber kein Problem für den Keeper. Wir springen weiter in die nächste Aktion. Hier haben wir den E, der mittlerweile im Spiel ist, spielt ihn auf Nairolf. Wir verlieren den Ball. Jetzt kommt der lange Ball nach vorne und jetzt schaut mal hin, Freunde. Ist das ein Foul? Meiner Meinung nach eine ganz klare Sache. Der Kai beschwert sich da und bleibt erstmal liegen. Und der Martin kann den Ball hier nicht wiederholen. Aber jetzt, die Aktion verstehe ich nicht. Warum schießt der Spieler den Ball erstmal weg und dann klares Foul von Martin? Und ich glaube, diese Aktion hätte es gar nicht gegeben, wenn vorher einfach das Foulspiel gepfiffen wird und Martin hat dafür folgerichtig auch die gelbe Karte bekommen und der Freistoß, den sehen wir jetzt hier nicht ganz, aber wir sehen, was in der Mitte abgeht. Der Ball kommt zu Nummer 9 und er trifft den Ball nicht richtig und jetzt geht's nochmal ab. Der Tarek kommt hier reingesprungen, Freunde. Ganz klares Foul, es wird aber nicht gepfiffen. Also ich weiß nicht, was da genau los war. Jetzt kommt der Pfiff und folgerichtig wurde dann auch Freistoß gepfiffen. Dachten alle. Es wurde auf Offensivfoul entschieden. Ich weiß auch bis jetzt nicht, wie das ausgelegt wurde. Vielleicht könnt ihr es in die Kommentare schreiben, wenn ihr das raussehen konntet. Und wir spielen natürlich weiter, jetzt typisch Kreisliga, dann wird der Schiedsrichter noch angeschossen und wir haben die nächste Aktion mit einem Eckball. Der Eckball ist aber zu lang und Bernd kommt hier an den Ball, kann ihn nicht richtig kontrollieren. Der Basti, langes Ding, hoch und weit und alle stehen, glaube ich, im Abseits, aber es wird nicht gepfiffen. Der Ball kommt in die Mitte, aber der Torwart kann den Ball abfangen und jetzt schauen wir mal drauf, wie lange er diesen Ball in der Hand hat. Also jetzt sind schon locker 6 Sekunden und das ist dreist. Das ist dreist, sich nochmal umzudrehen, Freunde. Und ich frage mich, wieso das mal nicht gepfiffen wird. Und dann legt er sich den Ball hin. Weiß nicht, warum er das macht, aber er macht es. Und der Ball kommt auch perfekt beim Mitspieler an. Er versucht, den langen Ball zu spielen, aber Basti kann ihn abfangen. Also meiner Meinung nach ganz klares Zeitspiel vom Torwart. Hätte man pfeifen können. Und hier ist die legendäre Aktion von Lars. Also ich habe dem Lars auch gesagt, das habe ich noch nie gesehen. Der Autofahrer hält an. Und ihr habt es ja im Pre-Intro gesehen. Jeder andere wäre, glaube ich, weitergefahren. Aber dieser Autofahrer, also Hashtag Ehrenmann in die Kommentare, Freunde. Er steigt aus, no joke, und holt diesen Ball aus dem Busch. Und so geil, er schießt ihn einfach wieder zurück. Ich feiere das übelst. Gott sei Dank ist nichts Schlimmeres passiert, weil wäre der Autofahrer 10 km/h schneller gewesen, hätte er den Ball wahrscheinlich aufs Auto bekommen. Wer weiß, dann verliert er vielleicht die Kontrolle. Also Gott sei Dank ist da nichts Schlimmeres passiert und er fährt einfach weiter. Er fährt einfach weiter, Freunde. Das ist Kreisliga, Freunde. At its best. Und jetzt kommen wir zu einer etwas unschönen Szene. Und hier ist ganz klar Einwurf und der Spieler tritt da noch irgendwie nach dem Ball, drückt noch einen Spruch. Und irgendwie sehr, sehr unschön geht dann noch auf den E hier los. Das sieht man nicht mehr auf der Kamera. Und ja, jetzt gibt es einen Einwurf für uns. Da wird die Kamera jetzt gleich umschwenken. Der Lars wirft in die Linie lang. Und der Abwehrspieler kann den dann wieder klären. Und jetzt, die Nummer 3 hat immer noch nicht genug. Und da wird natürlich drüber diskutiert, über diese Szene. Der E hat, wie gesagt, auch einen Spruch gedrückt bekommen. Und Nummer 3, also sehr, sehr unnötig, verstehe ich jetzt nicht so ganz. Der Sebo an diesem Tag krankgeschrieben, wird dann noch angegangen. Ich weiß nicht, wieso. Also sehr, sehr komisch. Weiß nicht genau, was da jetzt los war. Aber wir spielen weiter. Langer Ball auf den Mario. Er kann den Ball leider nicht kontrollieren. Somit sind wir jetzt in der letzten Spielminute. Marco nochmal mit einem langen Ball. Aber der Schiedsrichter pfeift ab. Das Spiel ist zu Ende. Und da fiel jetzt unten so ein Satz. Da finde ich, ja, ist ein bisschen komisch. Ja, auf Video. Klar freut man sich, wenn man gewinnt. Aber ich muss da mal appellieren mit teilweise so unsportlichem Verhalten auch, was nicht auf dem Fußballplatz gehört, was wir da gesehen haben. Klar, Emotionen kochen hoch, ich kann es verstehen, aber ob man das auf Video haben will, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Ist meine Meinung, muss jeder für sich wissen, Freunde. Das nächste Spiel von uns hier auf YouTube ist gegen Höhe. Findet ihr natürlich nächste Woche Freitag um 14 Uhr auf diesem Kanal. Das nächste Spiel, was ihr noch sehen könnt, das ist unser letztes Spiel für dieses Jahr, findet jetzt am Sonntag statt, zu Hause gegen Egidienberg. Also, falls ihr nochmal vorbeikommen wollt, das ist die Chance, wenn ihr aus der Ecke kommt, würden wir uns natürlich sehr, sehr freuen. Und falls ihr am Gewinnspiel teilnehmen wollt, ganz einfach, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke,
Des Weiteren einfach das Video liken und dann schreibt ihr einen Kommentar mit eurem Instagram-Namen und optimalerweise folgt ihr uns dann natürlich auch auf Instagram. Findet ihr natürlich alles in der Videobeschreibung. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Einige kuriose Szenen heute gehabt. Das ist Kreisliga. Vielen Dank für den geilen Support. Und die Interviews, da fragen viele nach. Die wollen wir nächstes Jahr wieder einholen. Momentan ist das ein bisschen schwierig, Freunde. Also, bleibt am Ball, macht's gut und ciao.